Wir begrüßen dunkles Licht. Hallo, mein Name ist Walter Lahe. Das erste Song ist Graue Wolken. Es wird nur lange dauern, um die Wunden zu heilen, die ich mir auf diesem Weg zugefügt habe. Ich blind vor Sorgen, bitte öffne mir die Augen, denn ich würde so gerne wiedersehen. Weck mich auf, wenn ich schlafe. Weg zugefügt habe.
Sorgen, bitte öffne mir die Augen, denn ich würd so gerne wiedersehen. Dankeschön. Aufwachen. Zwischen allen elfen Augen, jeden kommt er von Himmel fährt. Du hörst in einer Kinderstimme am Morgen. Der Frühlingsstern öffnet dein Geist, bis du siehst, wer du bist. Öffne dein Geist, bis du siehst, was du sein kannst. Willkommen, ich würde gerne deinen Namen aussprechen, ich kann es aber nicht. Komm, probier es mal. Also Faton.
Perfekt. So, jetzt kommt das Problem. Fahr. Ich weiß nicht. Ich spreche das aus. Faton Lahai. Faton Lahai. Genau, also ist eigentlich ziemlich einfach. Also ist jetzt nichts Kompliziertes. Nur halt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass keiner es gehört hat. So, und du, das ist kein Martin oder kein Günther. Also, so, du hast dann schon den Klang gehört. Und ich finde das lustig. Es gibt Leute, die dann so Faton oder. Aus der Ecke so, komme ich nämlich auch, genau. Ich hätte dann auch Faton. Ja? Ja. Aber das ist auch ein bisschen französisch, oder? Ja, das stimmt, aber das ist vertraut. Oh. Also mir zumindest. Besser. Okay, dann haben wir das mit deinem Namen geklärt, das ist schön. Aber bandmäßig nennst du dich Dunkles Licht. Singer-Songwriter. Ja, genau, also bandmäßig, ja gut, also ich bin alleine unterwegs. Ja, ich wollte denn der deutschen Sprache ein bisschen näher kommen und habe mir gesucht, so einen Künstlernamen. Ja. Aber es ist leider ein bisschen nach hinten gegangen, so, weil jeder, wenn man Dunkles Licht hört, das assoziiert so mehr zu Gothic und die Ecke. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie da, genau das, wofür eigentlich Dunkles Licht für mich steht. So. Weil Dunkles Licht zum Beispiel, wenn man das googelt, also ja. Es gibt auf jeden Fall viele Begriffe. So zum Beispiel, jetzt stell dir mal vor, es gibt eine dunkle Materie, die quasi unsere Galaxien auseinanderschiebt und die wird auch Dunkles Licht genannt. Aber so jetzt stell dir mal vor, aber es ist... unsere Auge ist auch unterschiedlich wie das Auge von der Katze oder von den Insekten und. Ja. Jetzt stell dir mal vor, so zum Beispiel, wir sehen der UV-Licht nicht. Stell dir mal vor, wir leuchten eigentlich. Ja. An und die leuchten so. Und das vielleicht ist auch ein dunkles, also es gibt vielleicht ein dunkles Licht, das wir eigentlich gar nicht wahrnehmen um uns rum. Oder unsere Verbindung miteinander oder so. Weißt du, so, es gibt, das war eigentlich meine Assoziation. Also ich wollte irgendwas wie, Licht den Dunklen leuchtet, so, aber das wird leider. Ja. Meinst du, es wird nicht richtig verstanden? Nee, noch nicht, aber ich glaube, das wird kommen, denke ich mal. Also wenn ich das oft genug irgendwo in Kamera sage, dann wird das auf jeden Fall irgendwie sagen, Gut, dann hast du hier den Anfang gemacht. Ich hoffe, Alan hat jetzt gerafft, dann ist das nämlich auch schon geklärt. ja, aber eigentlich, also jetzt nochmal zurück zu deinem ursprünglichen Namen, der bedeutet ja Glück. Ist das richtig? Genau, Vater bedeutet Glück, oh, ja. Schön. Und du kommst aus dem Kosovo. Kosovo, Jugoslawien, genau. Also altes Jugoslawien, es gibt kein Jugoslawien mehr. Ja, richtig. Und was hat das, welche Erfahrungen hast du mit dem Glück gemacht? Also es ist, wenn man so quasi so einen Stempel hat, so von Kindheit aus, so irgendwie, dass du wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte so viel Glück, das ist unglaublich. So, ne? Und es liegt an einem selber quasi, so wie du dein Leben auch siehst. Du kannst ruhig glücklich sein, so, ne? Und man muss sich immer nicht aufhängen in das, was, also man soll eigentlich alles aus dem Leben rausschmeißen, was man nicht braucht, so irgendwie, und ja, Glück ist schon was Besonderes. Was liegt bei dir so an musikalisch, dass du sagst irgendwie, ja, ich arbeite gerade an einer Platte zum Beispiel, oder wo geht deine Richtung hin? Also es ist immer wieder Neuland, so wie gesagt, so, wenn man kann was planen. Und, aber dafür, für Arbeit brauchst du immer auch deine Mitarbeiter oder deine Partner oder wie auch immer. Mhm. Und manchmal hat man nicht das Glück, die zu finden. Aber trotzdem, man sollte seine Arbeit machen. Das heißt, ich spiele ganz viel. So zum Beispiel, ich bin so musikalisch so verspannt, obwohl ich finde das nicht als schlechte Spannung. Ich bin 4-5 Mal die Woche irgendwo am Auftreten oder irgendwelche Veranstaltungen am Organisieren oder Booking oder. Also das heißt, ich bin selbstständig und ich bin fast 24 Stunden damit beschäftigt, mein musikalisches Glück zu finden, so, und den aufzubauen natürlich. Ich schenke dir das Wort. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Hi. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns und freuen uns über den Salat. Achso, die CD von Ihnen kann man, wo kann man die bekommen? Bei Bandcamp kann man die runterladen oder beim Konzerten habe ich immer dabei und die gebe ich gerne. Gut, dann sagen wir mal tschüss. Tschüss!